Hi Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Mache ich heute das Tutorial der Sessions. Und zwar habe ich hier bereits ein Projekt geöffnet, das wir letztens ja gemacht haben. Die Login-Form mit der Registration hier. Und wir hatten bereits einen Benutzer registriert. Der ist Flo und ein Passwort Hallo und der Login war erfolgreich. Heute bearbeiten wir das Ganze mit den Sessions. Und ja, und hier habe ich in meinem Editor gleich mal die drei Dateien geöffnet. Wir benötigen dazu die Login-Datei. Und zwar starten wir hier oben mal den Begriff Session Start, mal gleich die Sessions. Und hier, wo das Ganze richtig war, speichern wir $Session. Geben wir der Session einen Namen, geben wir den Namen Login. Und ich speichere das in der Variable Benutzer. Ja, ich speichere das in dieser Variable Benutzer, die derjenige ausgegeben hat. Die derjenige eingegeben hat. Um das mal kurz zu demonstrieren, ich echo mal die Session Login aus, also um das mal kurz zu zeigen. Wenn ich mich also jetzt hier einlogge, Flo und Hallo, war der Login erfolgreich und die Variable heißt Flo. Ihr seht es davor. Ja. Genau. So. Das war's eigentlich schon. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt eine neue Datei, und zwar diese Member-Seite, die wir ja haben wollen, auf die der Benutzer ja zugreifen soll, wenn er sich eingeloggt hat. Und zwar öffne ich dazu jetzt mal die Datei. Ich habe bereits eine vorbereitet, diese member.php gespeichert, und ich habe ein Bild gespeichert. Das heißt test.gif. Einfach mal so, ich öffne mal die Member, füge da mal so einen Code ein. Ich habe nämlich einfach nur das von der Index kopiert und alles rausgenommen, was in der Index drin stand. Also einfach nur dieses Grundgerüst. Da schreibe ich jetzt eine Div rein mit der ID Member und schließe die Div. Und in diese Div mache ich nichts anderes, außer ein Bild einzufügen. Image Source Test.gif, das ich ja auf dieser Ebene habe. Alt Test und Titel Test. Fertig. Um die Session jetzt nutzen zu können, schauen wir mal, wie die Member aussieht. .php. Wir haben hier einfach nur dieses Bild. Ja, bisschen groß, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Okay, das Bild wird schon angezeigt. Jetzt sagen wir hier oben, wir machen den PHP, schließen die PHP-Datei, sagen hier wieder Session-Start. Machen wir übrigens auf jeder Seite, auf der man was mit Sessions arbeiten will, Session Start. Und sagen jetzt if $Session die Session Login ist gleich true, also wenn die richtig ist, also wenn es die gibt, dann soll man den Code ausführen. Andernfalls, ich erkläre jetzt gleich, was ich jetzt mache. Und zwar, ich habe jetzt hier ein If-Statement, das schließe ich jetzt wieder. Muss aber, damit der Code funktioniert, das Semikolon hier noch setzen, damit dieser HTML-Teil abgeschlossen ist im PHP. Ja? Schreibe jetzt noch schnell ein Else. Echo. Sie müssen eingeloggt sein, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Ausrufezeichen. So. Dieses Semikolon hier könnt ihr euch so vorstellen. Wir haben hier ein If-Statement. Das heißt, da passiert irgendwas. Und was da drin passiert, da passiert jetzt zum Beispiel der HTML-Teil. Den muss ich ja abschließen mit einem Semikolon. Das heißt, gleich wenn ich jetzt hier schreiben würde Echo, also wenn ich das aussehe, habe ich auch dieses Semikolon immer zum Schluss. Immer in PHP.
Genau, deswegen dieses Semikolon, weil das sieht dann nämlich im Endeffekt so aus. Ja? Und da drin steht HTML. Das funktioniert genauso. Ja. Nur mal, um das zu verdeutlichen. So. Also, wir loggen uns ein mit Flo. Und hallo. Sagen jetzt, die Login ist erfolgreich gewesen. Er hat mir diese Session hier gespeichert. Das heißt, wir müssen jetzt auf diese member.php zugreifen können. Slash member. Und wir sehen schon im Google Instant, die Seite wird geladen. So. Diese Session bleibt jetzt länger vorhanden. Das heißt, auch wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf die Index, ich könnte ohne mich einzuloggen wieder auf die member.php gehen, weil die Session ja noch da ist. Ich kann da also oft Refresh drücken, die bleibt bestehen. Die kriege ich erst wieder weg, wenn ich mich auslogge. So. Das wollen wir auch noch schnell machen. Das heißt, wir machen unter dieses Bild href ist gleich. Die member.php slash a logout Fragezeichen. Ja. Und zwar habe ich es deswegen gemacht, weil wenn ich hier drauf gehe, macht er mir nichts anderes. Session Start. Die Session, er prüft, ob die Session richtig ist, dann zeigt er mir das hier an. Und wenn ich dann da drauf drücke, oder nee, ich mache hier die Logout. Ich mache hier schon logout.php. Ich schalte da zweimal, damit ich auch ein bisschen Abstand habe. So. Wir kreieren ja die Logout.php. Gehört auch zu den Sessions übrigens. So. PHP. Wir starten auch hier die Session. Könnte man jetzt meinen, vielleicht ist es ein bisschen unnötig, aber es ist wirklich nötig. So, die Session ist gestartet. Jetzt prüfen wir nochmal, if $ Session Login ist gleich true. Also wenn es die wirklich noch gibt, die Session, dann sagen wir Session unterstrich destroy, das ist genau das Gegenteil von Session Start. Er killt mir die Session und sagt Echo erfolgreich ausgelockt. Else sagen wir, sie sind bereits ausgelockt. Die Datei speichere ich unter logout.php, wie wir gesagt haben. Und ich gehe mal ganz kurz auf die logout.php. Erfolgreich ausgelockt, jetzt habe ich ausgelockt, wie Sie sehen. Wenn ich das wiederhole, steht da, Sie sind bereits ausgelockt. Ja? Ich gemeint, also wenn ich jetzt die Logout gehen würde, steht da, Sie sind bereits ausgelockt, weil ich ja keine Session mehr habe, die noch aktiv wäre. Logge ich mich hingegen wieder ein. Flo, hallo. Der Login war erfolgreich. Ich gehe zu member.php und da ist die Seite. Genau. Würde ich mich jetzt ausloggen, habe ich mich erfolgreich ausgeloggt. Würde ich jetzt nochmal versuchen, auf die member.php zu kommen. Sie sehen es schon, Sie müssen eingeloggt sein, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Genau. So einfach ist das eigentlich. Das ist gar nicht mal so viel Code für das. Man muss nur das hier und das hier um eine Seite herumschreiben und schon ist man eigentlich auf der sicheren Seite, damit nur eingeloggte Benutzer den Inhalt sehen können. Und halt, um sich auszuloggen, sollte man schon so ein bisschen was schreiben. Aber das war's im Grunde genommen. Ja. So viel zu den Sessions. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen wieder mal. Und ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschüss.